Het is de 9 november, gedenkstelle in Zuidloorn, gemeente Zuidloorn. Ze hebben dus initiatief ergriffen om 1938 te gedenken. Wat passeerde damals hier in Zuidloorn? In Zuidloorn is damals door die Nationalsozialisten und durch das Volk, durch das aufgebrachte Volk, die Synagoge geräumt worden, ausgeräumt worden. Und der Inventar ist hier auf dem Vereinshausplatz damals verbrannt worden, weil die Synagoge ist hier nicht angesteckt worden, weil das mitten zwischen den Häusern war. Da wäre das halbe Dorf abgebrannt. Außerdem sind dann die Leute auch bei den jüdischen Mitbürgern in die Häuser eingedrungen, haben teilweise Vandalismus betrieben und die Leute bedrängt und geschlagen und gemacht und getan. Am 10. Dezember 1941 sind dann die 20 jüdischen Mitbürger, für die wir auch Stolpersteine liegen haben, nach Riga deportiert worden und dort oder in KZs umgebracht worden. Ja, was ist das Programm jetzt heute Abend? So wie wir es eigentlich jedes Jahr am 9. November machen. Der Herr Bürgermeister wird ein Gesteck niederlegen und eine kurze Ansprache machen. Dann wird dieses Jahr der Vorsitzende vom... Nein, Vorsitzende ist ein Mitglied des Schützenvereins. Ein Mitglied des Schützenvereinsvorstandes eine Rede halten anlässlich des Gedenktages. Und wir werden dann dieses Jahr zum ersten Mal auf der Wand die Bilder der Menschen zeigen, die am 10. Dezember deportiert worden sind nach Riga. Es ist ganz schön, wir kennen alle die Geschichte und wenn wir an den Stolpersteinen entlang gehen, werden auch immer die Namen verlesen, aber dieses Mal hat man dann ein Gesicht dazu. Da gehen. Auch in diesem Jahr gedenken wir gemeinsam der Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Das war letztes Jahr ja leider so, wie es heute stattfinden kann, nicht möglich. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 hatte die Judenhetze damals in Deutschland einen schrecklichen Höhepunkt erreicht. Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gehört zu den schlimmsten und beschämendsten Momenten der deutschen Geschichte. So unser ehemaliger Bundespräsident Roman Herzog bei der Gedenkveranstaltung am 9. November 1998 in Berlin. Die Gedenkrede wird in diesem Jahr von Rainer Messling vom St. Vitus Schützenverein gehalten. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle schon sehr, sehr herzlich bedanken. Antisemitismus darf keinen Raum erhalten in dieser Gesellschaft, die den Schutz der Menschenwürde an die erste Stelle setzt.
Dies gilt für alle, die in diesem Land mit uns leben und leben wollen. Dafür stehen wir im Wort. Es ist das Wort unserer Verfassung und wir werden es nicht preisgeben. Niemals. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 80. Jahrestag am 9. November 2018. Ich denke, das sind Worte, die kann man nur doppelt und dreifach unterstreichen. Während den Anfängen, vielen Dank. Wir haben uns hier heute getroffen, um den verstorbenen Reis von Wohnach 1938 zu denken, sowie allen Verstorbenen der Kriege der Welt. Bezogen auf die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, auch Reichsgebrobenacht oder zynisch Kristallnacht genannt, waren von nationalsozialistischen Regime organisierte gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden in Deutschland und Österreich durchgeführt worden. Dabei wurden vom 7. bis 13. November etwa 800 Juden ermordet, 400 davon in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Über 1400 Synagogen, Betschuben und sonstige Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Machen wir uns ein Bild der Gewalt, die freigesetzt wurde, kann man es sich kaum vorstellen, dass das passiert ist. Es ist passiert. Ich habe lange überlegt, ob ich das so sagen kann. Aber es soll ein Anstoß sein, immer wachsam zu bleiben, unsere Demokratie zu schützen. Das Verbrechen an den europäischen Juden gehört zur deutschen Geschichte und Identität unabtrennbar dazu. Deshalb wird es in Deutschland heute und in der Zukunft kein Ende des Erinnerns geben. Das Erinnern an die Verbrechen, an die Verfolgung, Vertreibung und Ermordung der Juden rührt deshalb immer auch an diesen Schmerz. Ihn anzunehmen gehört zu unserer Identität, gehört zum Grundverständnis unseres Staates und gehört zur Selbstverständlichkeit unserer Verfassung. Dieser Schmerz ist Eingang in den Satz, mit dem sie beginnt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalten. Kann man in diesem Land leben? In einem Land, in dem es noch immer antisemitische Übergriffe gibt, in dem Angriffe auf jüdische Mitbürger und jüdische Einrichtungen zahlreicher geworden sind. Die Frage, kann man als Jude in diesem Land leben? Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie kein Jude in Deutschland mit Nein beantwortet. Denn in einem Land, in dem Juden nicht leben können, können und wollen wir alle nicht leben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Namen der jüdischen Mitbürger, die umgebracht worden sind, einfach hier vor Ort verlesen. Und wenn Sie sich umdrehen, werden Sie drüben an der Wand auch ein entsprechendes Bild finden. Wir werden danach dann trotzdem die Stolpersteine besuchen. Wir haben hier unten wieder die sechs Kerzen für die sechs Standorte im Ort. Heerstraße 6. Samuel Wolf, Jahrgang 1864. 1941 deportiert nach Theresienstadt und ermordet am 24.09.1942. Aaron Wolf, Jahrgang 1861, deportiert auch nach Theresienstadt, ermordet am 9.10.1942. Rika Wolf, geborene Wagner, deportiert 1941 nach Theresienstadt, ermordet am 1.10.1942. Am Grüffel 2 hat die Familie Oskar Wolf, Jahrgang 1876, deportiert und ermordet in Riga. Betty Wolf, geborene Weinberg, Jahrgang 1885, deportiert und ermordet in Riga. Otto Wolf, Jahrgang 1909, deportiert und ermordet. Erich Wolf, Jahrgang 1912, deportiert und in Auschwitz ermordet am 4.2.1944. Kirchstraße 10. Erzwolf,
Jahrgang 1866, deportiert und ermordet in Auschwitz. Frieda Wolf, 1892, 1941 deportiert und in Auschwitz ermordet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das immer mit dem Bildern gerade übereinstimmt, aber hier ist aber das ist nicht der Fall. Dann kommt die Heerstraße 12, des Dr. Julius Wolf, Jahrgang 1879, 41 deportiert und ermordet in Riga. Und Ilse Wolf, geborene Levi, 1941 deportiert und in Riga ermordet. Heerstraße 22, Gustav Landau, geboren 1885, deportiert und in Riga ermordet. Henriette Landau, geborene Meyer, Jahrgang 1890, auch deportiert und in Riga ermordet. Ilse Landau, Jahrgang 1941, deportiert und in Riga ermordet. Dann haben wir an der Kehrstraße 38, das ist ja schon ein paar Teil Videos, aber die kommen noch ein paar erst. Kehrstraße 38, Meyer Wolf, Jahrgang 1869, 1941 deportiert und in Riga ermordet. Toni Lebenstein, geborene Wolf, Jahrgang 1941 deportiert und ermordet in Riga. Moritz Lebenstein, deportiert und ermordet. Sonja Lebenstein, Jahrgang 1928, deportiert 1941 und ermordet in Riga. Kurt Lebenstein, Jahrgang 1930, deportiert 1941 und ermordet in Riga. Und Werner Lebenstein, Jahrgang 1934, 1941 deportiert und in Riga ermordet, mit gerade mal. Und dann haben wir gerade zum Schluss noch das Bild von Pater Elpidius, der ja auch aus Syrien kommt. Und Pater Elpidius ist also Jahrgang 1911 und ist in Dachau am 28.06.1942 ermordet worden. Die gesamte Dokumentation zu den Stolpersteinen hat Barbara auch noch ein paar Ausdrucke in der Tasche, wenn die jemand haben möchte. Kann sich sonst auch bei mir melden, wenn keine mehr da sind. Da steht auch jeweils noch ein kleiner Teil der Geschichte dabei. Thank you.